In jedem Geschöpf der Natur erkennt der Mensch die überragende Macht unseres Schöpfers. Jedes einzelne der Abermillionen Lebewesen der Natur ist ein Meisterwerk. Und wie bei jedem anderen Kunstwerk auch, stellt sich uns der Künstler in seinen Kunstwerken vor. Er ist der Herr des Himmels und der Erde und all dessen, was zwischen beiden liegt. Er ist Allah. In den evolutionären Szenarien wird von der Entstehung des Lebens aus lebloser Materie ausgegangen. Die Ergebnisse sämtlicher Zweige der Wissenschaft zeigen, dass diese Vorstellung mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Außerdem existiert in der Natur kein Mechanismus, der eine utopische Entwicklung, wie sie die Evolution behauptet, bewirken könnte und der eine einzige Zelle zunächst in ein komplexes Lebewesen und dieses anschließend in Millionen von verschiedenen Pflanzen und Tierarten weiterentwickeln könnte. Darwin hat nur einen einzigen evolutionären Mechanismus vorgeschlagen, die natürliche Selektion. Die Bedeutung, die er diesem Begriff beigemessen hat, ist bereits aus dem Titel seines Hauptwerkes zu ersehen, über den Ursprung der Arten, durch natürliche Selektion. Natürliche Selektion bedeutet natürliche Auswahl. Sie beruht auf dem Gedanken, dass starke Lebewesen, die am besten den natürlichen Bedingungen, unter denen sie leben, angepasst sind, am Leben bleiben. So bleiben zum Beispiel in einer Gazellenherde, die von Raubtieren bedroht ist, die Gazellen am Leben, die besonders schnell laufen können. Nach einiger Zeit wird die Herde nur noch aus schnellen und starken Tieren bestehen. Aber dieser Mechanismus bringt natürlich keine evolutionären Änderungen bei den Gazellen hervor. Er macht aus ihnen keine anderen Lebewesen. Zum Beispiel Pferde. Durch natürliche Selektion werden die schwachen, gebrechlichen oder kranken Individuen ausgesondert. Zurück bleiben die gesunden Individuen. Damit sorgt die natürliche Selektion für den Fortbestand der Art. Die natürliche Selektion ist also kein evolutionärer Mechanismus. Auch Darwin war sich dieses Problems bewusst. In seinem Buch »Die Entstehung der Arten« schreibt er selbst: Solange sich keine nützlichen Veränderungen herausbilden, hat die natürliche Selektion keine Wirkung. Bezüglich der Entstehung von nützlichen Eigenschaften
wurde Darwin von einem Zeitgenossen, dem französischen Biologen Lamarck, beeinflusst. Lamarck war der Ansicht, dass Lebewesen die Erfahrungen, die sie im Laufe ihres Lebens gesammelt haben, auf die nachfolgende Generation vererben können. Lamarck zufolge sammelten sich diese erlernten Eigenschaften von Generation zu Generation an. Durch die Auswahl der nützlichen Eigenschaften würde es schließlich zur Entstehung neuer Arten kommen. Lamarck glaubte zum Beispiel, dass sich die Giraffen aus Gazellen entwickelt haben. Um die höher gelegenen Blätter der Bäume zu erreichen, hätten sich die Hälse von Generation zu Generation verlängert. Er glaubte auch, dass die Nachkommen einer Familie irgendwann ohne Arme zur Welt kommen würden, wenn man den Familienmitgliedern vom Vater auf den Sohn über einige Generationen hinweg die Arme abschneiden würde.